I'm gonna need you, Saxon. Caller number 5, are you ready for a getaway? Leavenworth, ein typisch alpenländisch-bayerisches Bergdorf inmitten der Vereinigten Staaten, das im Internet derzeit mit einer Videokampagne für Furore sorgt. Laszive Hip-Hop-Tänzerinnen haben in den letzten Wochen dafür gesorgt, dass ein Werbespot der 2000-Seelen-Gemeinde bei YouTube zu einem viel diskutierten Video wurde. Leavenworth, das hat mit deutscher Tradition aber so rein gar nichts zu tun. Leavenworth ist keine von süddeutschen Auswanderern gegründete Siedlung, sondern eine touristische Erfindung, eine reine Geschäftsidee. Als in den 60er Jahren mit der Verlegung einer Eisenbahnlinie der Hauptwirtschaftsfaktor der Gemeinde wegbrach, kamen die Stadtväter von Leavenworth zum Schluss, dass sie nur der Tourismus retten könne. Berge gab es schließlich genug rundherum und so wurde Leavenworth per bajuwarischem Facelifting vom Allerweltsdorf kurzerhand zur alpenländischen Illusion mit Erfolg. This is Thomas. He plays the Alphorn for us. Rund 2 Millionen Besucher registriert der Ort pro Jahr heute nach Angaben der Tourismusbehörde. Und diese tut alles dafür, dass es so bleibt. This is the beer wagon. This is the Frau, that fills the Stein. And this is the maple we wrap ourselves around. Über dieses Video wird das Bayern Disneyland nun auch bei jungen Amerikanern bekannt. Und die stehen auf Bayern. Ein Besuch des Oktoberfests in München gilt vielen jungen Amerikanern als Krönung ihres Europa-Trips. Die Message des Videos: Wem der Weg nach München zu weit oder zu teuer ist, der findet Jodelmusik, Bier und Oktoberfest auch im Bundesstaat Washington. Kritik gibt es derweil schon unter einigen Leavenworth-Traditionalisten. Sie befürchten, dass die jugendliche Werbung die falschen Gäste anlocken könnte und Leavenworth nun zu einer Art Bayern-Ballermann für vergnügungssüchtige Studenten verkommen könnte.